Hast du nicht meine zweite Socke gesehen? Ich sage dir, dass ich nicht mehr mag. Aber... Ja, ich glaube... Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr sage ich mir, dass du völlig recht hast. Weißt du, das Beste wäre, genau das zu tun. Natürlich, wir sollten einmal ein Wochenende zusammen wegfahren. Laurence! Hast du kein Vertrauen zu mir? Laurence, das zu hören, nach 20 Jahren Ehe. Es ist hart, Laurence. Glaube mir, es ist hart. Ich habe ihr gesagt, ich habe eine Sitzung. In Bordeaux. In Bordeaux? Ja, mit Klienten. Bordeaux ist hinreißend, ja. Hinreißend, die Garonne und all das. Ha? Ich weiß, ja, natürlich. Schatz, man ruft nach mir. Ja, ein Klient. Ein Klient aus Bordeaux, selbstverständlich. Schatz, ich... Sorry, sir, wait a minute. I speak with my wife. I love her. Ja, hör zu, Schatz, wir sehen uns dann am Montag. Natürlich, wir sehen uns am Montag. Ich küsse dich, ich drücke dich. Bis dann. Ach. Und dann habe ich... Alice auf ihrem Handy erreicht. Sie spielte mir eine groteske Komödie vor und der Kerl, mit dem sie zusammen war, begann ihre Tante nachzumachen. Aber sowas von erbärmlich. So schlecht! Ja, sowas von erbärmlich, ihr tat mir richtig leid. Möchtest du noch einen? Ja, danke. Komm, trink einen mit. Danke. Hör zu, ich habe Alice gesagt, sie solle dir nichts sagen. Aber sie hat nicht auf mich gehört. Sie glaubt, dass es immer besser ist, die Wahrheit zu sagen. Du kennst sie ja. Die Wahrheit? Was ist das, Alice? Selbst die Philosophen haben auf diese Frage keine Antwort gefunden. Die Leute haben keine Moral. Thank you.